Aloha Seekräuter und willkommen zurück zum zweiten Teil des Meerschweinchen-Container-Openings. Ihr habt die 30 ersten Container wahrscheinlich schon gesehen oder hoffentlich gesehen. Wenn nicht, dann einfach nochmal durchklicken hier in der Playlist für Container-Openings. Dann müsste das eine der letzten Videos sein. Und ja, auch heute ist Meerschweinchen hier zu Gast. Hallöchen! Hallöchen, herzlich willkommen an die Zuschauer. Und wir machen weiter. Es sind ja noch ein paar Container zu öffnen. Hier Marinefliegercontainer. Auch jetzt sind noch Supercontainer im Rennen und so weiter. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was wir hier noch für Container ziehen und was dann da drinnen sein wird. Also. Wann hast du denn den Supercontainer, was da drin ist? Genau, ich würde dir ein Schiffchen gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja. Hast du da bestimmte Wünsche? Nö, du lässt dich einfach was? Überraschen. Ja. Taro hätte ich gern. Ja, Atago. Okay, das hört sich cool an. Also ich habe die Atago Black, die wollte ich gar nicht unbedingt haben, aber die fährt sich auch cool. Also, wir fangen mal direkt an. Hier vorne auf dem Deck liegt jetzt schon ein geschlossener Marinefliegercontainer, den wir jetzt öffnen. Und was ist da drin? Eine Tarnung. Drei Tarnungen sogar. Sci-Fi. Und darauf folgt ein neuer Container. Der ist dann ein Würfelcontainer wieder. Und zwar Sierra Mike. Die nächsten sind wieder Würfelcontainer. Da haben wir dann Typ 5. Und dann kommt, also Typ 5 Tarnung. Geht weiter mit Würfel. Und da ist dann Zulu dabei. Wieder Creditpunkte. Und da kommt wieder ein Marinefliegercontainer, der dann wieder Tarnung für dich parat hält. Nämlich drei Stück Sci-Fi. Kann man gebrauchen. Und wieder Marineflieger. Komm. Kohle 2000. Der ganze Kohle muss ich an der ersten Werner-Serie denken. Ja. So, und dann geht's weiter mit Kohle. Nochmal 2000. Was für eine Serie ist das? Hallo? Gerade. Das war die Serie, wo es. Ich glaube, der Dicke war es, der sagt halt dann, die Russen kommen und... Ach so, die Werner-Teile, ja genau, Eggert, die Russen kommen. Jetzt weiß ich, was du meinst, ich hatte akustisch nicht richtig verstanden, alles gut. Sicher, die kommen morgen, die Russen. Ja genau, mit dem Update 083. So, dann gibt's hier Ladezeit und Verbrauchsmaterialien um 5% reduziert. Und dann... kommt ein Supercontainer raus. Komm, und du hast 100 Flaggen Zulu Hotel Kapitäns-EP. Das ist doch mal geil. Also 100 Signalflaggen Kapitäns-EP. Ein halber Lottogewinn. Ja, ein halber. Und da gibt es dann wieder einen Würfelcontainer. 900 Kohle da drin. Und dann geht's weiter. Nochmal mit Würfel. Und da ist dann wieder Papa drin. Vier Stück. Oh, da gibt es aber jetzt noch eine Menge Zufallscontainer, die du hier zusammengewürfelt hast, sozusagen. Dann gibt es Flaggen sozusagen für eine verstärkte Flagg. Und weiter geht's mit Würfel. Typ 5 Tarnung. Und da gibt es wieder einen Ressourcencontainer. Der ist nicht voll mit Ressourcen, der hat nur 400 Kohle. Aber dann gibt es hier nochmal Eagle Speed Charlie London und Zulu Hotel Kapitäns-EP. Auch da war sie wieder dabei. Und dann geht es weiter mit Ressourcencontainer. Und der ist voll mit Kohle. Und zwar randvoll. 1200 Kohle in einem Container. Das ist mal cool. Das hat man auch nicht alle Tage. Dann geht es weiter mit dem Ressourcencontainer Kohle, Free XP und Papa da drin. Wir haben noch 13 Container zu öffnen. Und da ist der dritte Supercontainer. Wieder Signalflaggen. Und zwar... Ach, Juliet Charlie, keine Explosionsgefahr. Ist ja ein richtiges Glücksschwein. Ja. Supercontainer. Genau. So kann man das sagen. Ja, aber ist richtig cool auf jeden Fall. Signalflaggen kann man gut gebrauchen, aber ein Schiff wäre geiler, oder? Schiff ist immer gut. Jetzt gibt's dann ein Marinefliegercontainer Standard und zwar zwei Basilisk-Flaggen-Signale. Und dann geht's nochmal weiter. 2000 Kohle.
im nächsten Marinefliegercontainer. Und dann gibt es wieder einen Würfelcontainer, der hier hochkommt. Wir haben noch 10 Container, 900 Kohle drin. Meine, da kannst du aber lange heizen mit, du, mit der ganzen Kohle. Der Winter kommt bestimmt. Genau, der Winter kommt bestimmt. So, und weiter geht's hier mit dem Würfelcontainer, der dann wieder Free-XP für dich parat hält. 750, um genau zu sein. Das ist auch gut. Und dann haben wir Kapitäns-EP 50% erhöht. Nochmal 4 Signale. Und wieder Marineflieger. Komm, wir ziehen ja hier noch ein Schiff raus. Ich hab das im Gefühl. 2000 Kohle. Und... ah, wieder nur eine Tarnung. 3 Sci-Fi. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich mache jetzt meinen Trick, wie ich das in meinem Video gemacht habe. Ich gehe hier nochmal ganz kurz in den Forschungsbaum. Gehe dann zurück zum Schiff. Einfach um den Zufallsgenerator nochmal ein bisschen arbeiten zu lassen. Zack, gehen wir wieder dahin. Ressourcencontainer steht jetzt da. Und dann gibt es 400 Kohle, 500 Free XP und Juliet Charlie. Jetzt hoffe ich, dass hier noch Marineflieger dabei sind, sonst hat sie das nicht gelohnt. Nochmal ein Ressourcencontainer mit 2x500 Free XP und 400 Kohle. Ach, nochmal Ressource? Komm, komm, komm. So, 400 Kohle und Free XP und dann haben wir nochmal Equal Speed Charlie London. Noch 2 Container. Einer muss jetzt noch geöffnet werden. Nochmal Ressource. Free XP, Kohle und Zulu als Signal. Und jetzt kommt's. Der letzte Container wird wieder nur ein Ressourcencontainer sein. Und dann haben wir alle 60 durch. 400 Kohle, 500 Free XP und nochmal 3 Signalflaggen Kapitäns-EP. So, und das waren jetzt in Summe für dieses Video 30. Mit Teil 1 zusammen waren es sogar 60 Container. Wir hatten jetzt in Summe dabei 3 Supercontainer. Wenn ich richtig gezählt habe, 16 Marineflieger-Container, 1 Marineflieger-Premium-Container, 8 Ressourcen-Container, 27 Glücks-Container und 3 Credit-Container. Wenn ich wahrlich richtig mitgezählt habe. So, ja, dann sind wir durch und ich denke mal, du hast jetzt eine ganze Ecke Ressourcen und Signale mehr in deinem Hafen parat und kannst dann wieder richtig loslegen und kein Seekraut mehr versenken. Na, mir. Ja, du musst einfach auf der richtigen Seite sein. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du die Container gesammelt hast. Macht mir immer besonders Spaß für euch, die Container so ein bisschen zu öffnen. Wie gesagt, wann genau dieses Video jetzt hier für euch zu sehen ist, oder ihr habt es jetzt ja gerade gesehen, da ihr wisstet ja jetzt quasi, ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich dieses Video für euch auf unseren YouTube-Kanal hochlade. Auf jeden Fall, wenn ihr hier mal eure Container aufgemacht haben wollt, vielleicht 30 Container, wird ja auch reichen zum Anfang, dann schreibt mir einfach über Discord oder wie auch immer. Ich versuche mich dann als Glücksschweinchen hier, wie für unser Meerschweinchen, da habe ich ja nur auch ein bisschen Glück generieren können. Und in dem Sinne, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video einschaltet, ob Flaschenpost, ob im Trockendock oder sonstige ähnliche Videoformen. Und dann sehen wir uns hier, ja, im nächsten Video. Ne? Danke dir, Meerschweinchen, und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Würde ich sagen. Verabschied dich mal von unseren Zuschauern. Okay, dann haut rein. Ciao, ciao.